So, also, was machen wir heute? Servus Leute, wir gehen heute auf Aal eine Runde. Wir sind gerade hier von zu Hause zusammengepackt und jetzt fahren wir zur Würm oder zu unserem Fluss eben, wo wir mal fischen gehen. Und da fischen wir mit Aal dann auf Aal und Waller. Mit Aal auf Aal? Mit Aal auf Aal auf Waller. Das glaube ich nicht. Das ist neu. Wir müssen jetzt erstmal noch ein paar Würmer holen, würde ich sagen, oder? Genau. Letztens bei der Fischzucht einen Fuchs gesehen, der hat sich immer eine Forelle gegönnt in der Fischzucht und ich glaube, wenn er das einmal macht, dann macht er das immer wieder. Abgebogen. Und jetzt sind wir zum Herbert. Da sind die Würmer drinnen. Hier. Yeah. So, aber nichts. So, falsche Seite. So, wo sind die Würmer drin? Scheiße, warte, 6 Euro sind's, gell? Ja. Ah, scheiße, sorry Herbert. Das Geld? So, ich hab kein Geld, halt mal kurz. Hallo, ich hab Geld. So, seht ihr, dass wir ganz legale Menschen sind? 6 Euro hier rein. Passend wie immer. 6 Euro. Und weiter. Wenn man schaut, ob die Würmer gut sind, dann muss man sie mal anlangen und schauen, ob sie sich bewegen. Und wenn sie sich bewegen, dann sind sie gut. Bewegen die sich? Ja, die bewegen sich. Ja, dann. Ja, super. Würmer, 6 Euro, 24 Stück. Also da kann man echt nichts falsch machen. Hast du Hunger? Hunger? Hunger. Fressnapf? Ja. Müssen wir weiterfahren. No. Wir haben gerade das Zeug hergefahren und jetzt packen wir erstmal aus. Und dann zeigen wir euch unsere Köder. Ja, bis gleich, gell? Ja. Die letzten Tage soll es gut gelaufen sein, viele Aale gefangen worden. Vielleicht geht auch ein kleiner Waller. Wir angeln mit Wurm. Und wenn wir vielleicht irgendwie eine kleine Brasse oder eine Rotfeder oder sowas fangen, dann nehmen wir auch ein paar Fischfetzen. Wir werden sehen. Hoffentlich geht was. Das ist unser ganzes Zeug. Einfach nur zwei Stühle, meine Angeln, Rucksack, noch ein Rucksack. Jan ist seine Angeln, ein Kescher. Das war's. Und natürlich die Würmer. Jetzt wird gefischt! Wenn es die Autobahn ist, dann braucht man beim Angeln nicht mehr leise sein, weil es die Aale gewohnt sind, die Fische. Nicht nur die Aale, wollte ich so sagen. Die Fische. Das ist eigentlich nur ein Vorteil, den wir jetzt bloß ausspielen müssen. Ich habe hier gerade meinen Mais offen gehabt, habe ich mich gebückt und dieser scheiß Mais läuft mir hier einfach hin. Fuck it. Ich rufe kein anderer. Und genau hier sind diese Tunnel, die ich meinte. Die führen direkt zum Starnberger See. Und der Janis versucht vergeblich, einen Hecht hier zu fangen. So, Luis hat jetzt noch schön bei den letzten Würfen einen Hecht gehakt. Wahrscheinlich ist ein Hecht, also ziemlich sicher. Jetzt haben wir nur sehr wenige drin. Ja, ist ein Hecht. Ah, da ist ein schöner. Geil. So geil. Komm jetzt mal raus. Alter. Ja, und jetzt? Hast du den Kescher? Raus. Ja, warte, geht schon an. Geht so? Ja. Ja, du bist ein richtiger Angler hier. So. Ah. Ja, ein schöner Fisch. Das ist ein schöner. Was wir da haben? 70. Ja, Alter. Der geht da ab. Und weg ist er. Und ab ist er. Scheiße. Aber Petri. Geil. Wir versuchen jetzt erstmal ein paar Köderfische zu fangen, damit wir dann einfach danach Fischfetzen daraus schneiden können. Nehmen einfach halbe Würmer
und ein bisschen Mais. Aber die ist geil gefärbt. Ja, ist richtig schön. Ja, wieder schwimmen. Ist eine Rotfeder. Oh, das ist eine schöne. Genau. Sieht man hier immer, wenn die Feder wie beim Indianer hinten ist, also weiter hinten als die Bauchflosse, dann ist es eine Rotfeder. Wenn sie gleich hoch ist, dann ist es ein Rotauge. So, wir wollen jetzt hier diesen Barsch einmal schön als Köderfisch zubereiten, und zwar oder als Fischfetzen. Das machen wir eigentlich ähnlich wie beim Filetieren, und zwar schneiden wir erstmal von hinten, fixieren wir ihn fest und schneiden nach vorne, dass er eben einfach kleiner wird, dass auch der kleine Aal, den Fischfetzen schlucken kann. Schneiden wir nach vorne schön, da kann man entweder hier noch den Kopf mitnehmen oder wie ich jetzt einfach abschneiden. Da hat man schon den ersten Fischfetzen. Kann man, wenn man will, auch noch ein bisschen kleiner schneiden, ein bisschen schmaler schneiden von Aal. Der Bauchlappen, der kann weg. Und sonst schneidet man sich eben einfach noch die zweite Hälfte hier. Das war soweit. So, wir haben hier jetzt den relativ großen Aalhaken, relativ großen Wurmhaken. Und dazu eben noch hier den Fischfetzen. Jetzt machen wir es einmal folgendermaßen, dass wir eben einfach ganz normal den Fischfetzen hier einmal quer auffädeln, möglichst mittig, dass er gut hält. Und dann schauen, dass der Haken relativ wenig rausschaut natürlich, dass er eben einfach schlecht erkannt wird. Genau, so sollte das hier passen ungefähr. Erstmal live bis. Leider nicht auf Köderfisch. Aber wie immer so ein Wunder. Ne, der ist safe ab, oder? Safe im Barsch. Ein Wunder. Nee. LOL. Ach komm. Boah, die Bremse fest, Alter. Was ist das? Karpfen? Mini kleiner Wurmrest. Hast du gesehen, was ich noch dran gelassen habe? Alter. Aber ein Karpfen. Ja, Fisch ist Fisch. Das ist ein Karpfen. Und der ist gar nicht schlecht. Noch nicht fertig. Oh. Da ist er. So. Ja, der wird um die 60 haben, 60 cm. Ja. Aber wir wollen ja keinen Karpfen fangen, sondern Aal, deswegen kommt er wieder rein. So geil, hier ist hier. Oh Mann. Der erste Aal des Abends nach dem Hecht und dem Karpfen. Den heben wir jetzt erstmal raus, weil wir einfach den Kescher nicht so dreckig machen wollen. Das ist ein schöner Aal, ein schöner Portionsaal. Genau, Petri Blues. Das ist ein Breitkopf, gell? Ein schöner Breitkopf. So, wir haben jetzt 11:30 ungefähr, wir hatten echt einen guten Tag, waren ungefähr 4-5 Stunden angeln und dafür echt 3 schöne Fische gefangen und ja, auch ein paar kleine, also ein Hecht, ein Karpfen und einen schönen Aal am Ende noch. Genau, wir hoffen, es hat euch gefallen und genau, lasst doch ein Abo da. Lasst ein Abo da, liken, abonnieren, kommentieren wie immer und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.